mit ihren Kindern zu kümmern. Sie waren nicht besorgt, sie wollten ihre eigene Haut retten. Das war es. Daran haben wir gemerkt, dass die Lage sich geändert hatte. Sie würden sich für das, was sie getan haben, verantworten müssen. Am 26. April 1945 wird das Lager Kaufering I überstürzt geräumt. Mehrere hundert Häftlinge müssen auf den Todesmarsch. Auch die sieben Mütter mit ihren Babys. Wer nicht weitergehen konnte, wurde auf der Stelle erschossen. Die Menschen waren krank und abgemagert, völlig kraftlos. Ohne Schuhe mussten wir zu einem Zug marschieren. Wir marschieren zu dem Waggon. Und neben mir war der Soldier mit dem großen Hund und sagt er zu mir in Deutsch, du sprichst Deutsch? Ja. Gib mir das Kind. Ich habe es nicht geglaubt. Ein SS, gib mir das Kind. Sie sehen das in diesem Leben, sind gute Menschen auch. Die waren SS, aber er hat ein Herz. Er hat ein Herz und er hat das Kind genommen. Es war sehr schwer zu gehen. Es war der Schnee und ich konnte schon nicht gehen. Ich werde ihn tragen. Die US-Truppen bombardieren irrtümlich den Zug mit den Häftlingen. Die Menschen flüchten in Panik aus den offenen Waggons in den Wald. Wir sind herausgesprungen und ich habe mich auf Marika geworfen. Ich wollte, dass wir, wenn schon, dann gemeinsam sterben. Und ich habe Leslie, ich habe zu ihm gesprochen. Du wirst, wie wir gehen nach Hause und Gott will helfen und dein Vater und meine Mutter. Please God. Help me. Die SS schießt ohne Erbarmen auf die Flüchtenden. Überall liegen Tote und Verletzte. Aber alle sieben Mütter und ihre Babys überleben. Am 28. April 1945 erreicht der Zug mit den Häftlingen Dachau. Eva und Miriam wissen nicht, dass nur noch ein Tag sie von der Freiheit trennt. Am nächsten Morgen, einem Sonntag, müssen die Häftlinge in Dachau noch einmal antreten. Der letzte Appell. Auch die Mütter mit ihren Babys, drei Jungen und vier Mädchen, werden gezählt. Einige Stunden später wird Dachau als eines der letzten Konzentrationslager von amerikanischen Soldaten befreit. Die Menschen bekamen ganz blöd. Die waren so geschrien. Wir sind frei, wir sind frei. Jeder ist gelaufen wie ein Crazy, wie ein auf herausgegangen. You see, Americans. Und du bist, und die American Soldiers, die sehen ein Kind und noch ein Kind. Der Officer, der high-ranking American Officer, hat angefangen zu weinen. Er hat geweint wie ein Kind. Das ist das erste Kind, wir sehen. Marika und Leslie, Susi, Agnes und Judith, Juri und Jossi, sie werden zum Lieblingsmotiv der US-Fotografen. Sieben jüdische Babys inmitten des Mordens. Es ist wie ein Wunder. Die Tochter von der Eva war so herzig, es war eingepackt und
Beim Mund hat das über Schokolade gehabt, denn die Häftlinge haben, dieser Hauptpfleger, er hat die Möglichkeit gehabt, dass er solche Sachen manchmal zu denen gekommen ist und hat es dem Kind gegeben als etwas, was man nicht beschreiben kann, das Höchste, was er ihm geben konnte, dem Baby. Und alle hatten wir solche große Freude. Die befreiten Mütter sollen im bayerischen Kloster St. Ottilien wieder zu Kräften kommen. Aber Eva und Miriam wollen sofort nach Hause. Die Miriam hat nicht genug Milch gehabt und die Eva hat so viel gehabt, dass sie auch Miriams Kind gestillt hat. Auch Miriams Mann Bela hat überlebt. Von einer Verwandten erfährt er die unglaubliche Nachricht. Seine Frau lebt und sie kommt nicht allein zurück. Sie hat Bela getroffen, mein Mann, und erzählt, dass du deine Frau ist. No, das ist nicht meine Frau, wir haben nicht Kind gehabt. Er hat nicht, dass in 3 Monaten eine Frau bekam prägnant, ja? Er hat nicht einmal gedacht an das. Nur, das ist unmöglich. Ja, ich habe sie gesehen, das Kind schaut so aus wie du. Blond, beautiful, blue eyes. Mein Mann sagt, na, ich muss gehen. Ich bin spaziert mit das Kind auf der Straße. Ich sehe jemand. No, das ist Bela. Das ist mein Mann. Ich habe geschrien. Bela. Er ist mein Kind. Das ist dein Kind. Er schaut so wie du. Dass sie können dies nicht vorstellen. Die Freude. Der hat gesehen, sein Kind. Nach Kriegsende wandert Miriam Rosenthal mit ihrem Mann Bela und ihrem Sohn nach Kanada aus. Der kleine Leslie wächst in Toronto auf, als gläubiger, orthodoxer Jude. Viele Holocaust-Überlebende hatten nach ihrer Rückkehr den Glauben an Gott verloren. Aber meine Mutter sagte, ich habe überlebt und bin mit einem Baby zurückgekommen. Wie kann ich nicht an Gott glauben? Seit der Vater gestorben ist, besucht Leslie Rosenthal seine Mutter fast jeden Tag. Er kennt die unglaubliche Geschichte seiner Geburt von klein auf. Immer wieder hat Miriam sie ihm erzählt. 5 der 7 Mütter sind mittlerweile verstorben. Nur Miriam und Eva können noch erzählen, wie sie ihre Kinder am Ende doch noch haben retten können. Und manchmal habe ich schreckliche Träume. Ich habe Träume, dass die SS kommt und nimmt das Kind. Wenn Miriam mir aus Kanada schreibt, nennt sie mich Lagerschwester. Ich bin sehr froh, dass es sie gibt. Ihre Tochter Marika will Miriam nun endlich kennenlernen. Sie fliegt nach Toronto, der letzten Station ihrer Reise in die Vergangenheit. Wie wird es Miriams Familie in Toronto ergangen sein? Und was für ein Mensch ist Leslie, ihr Sohn, der wie sie im Konzentrationslager geboren wurde und den ihre Mutter gestillt hat? Ich bin neugierig und aufgewühlt. Ich freue mich auf Miriam, habe aber auch ein bisschen Angst.
uns in der Slowakei nach dem Krieg herrschte Antisemitismus. Wir Juden haben uns deshalb zurückgezogen. Miriam lebt in Kanada, dort ist es wahrscheinlich anders. Ganz genau wie deine Mutter siehst du aus. Kinder, Enkel und Urenkel, alle wollen Marika sehen und haben sich in Miriams Haus versammelt. Und nach 65 Jahren lernen sich nun auch endlich Marika und Leslie kennen. Beide geboren im KZ. 65 years, yeah? 64 years. Sie fühlen sich wie Geschwister, auch wenn sie sich bislang nur von den Fotos kannten, die die US-Fotografen bei der Befreiung von den 7 Babys gemacht haben. Miriam, wie habt ihr das überhaupt geschafft, uns dort am Leben zu erhalten? Was habt ihr uns zu essen gegeben? Meine Mutter hat mir sehr wenig erzählt. Wie war es? Die Amerikaner, die uns befreit hatten, wollten ihren Augen auch nicht trauen. Wir waren in einer kleinen Holzbaracke. Ihr Kinder seid so schmutzig gewesen, voller Läuse. Wir hatten auch Läuse. Sie haben uns die Kleider genommen und alles desinfiziert. So schmutzig waren wir. Die Soldaten wussten überhaupt nicht, was sie euch Kindern zu essen geben sollten. Da ich 1945 am 28. Februar geboren bin, 2 Monate vor Kriegsende, werden wir, alle 7 Babys, die letzte lebende Verbindung zum Holocaust sein. Stadler Ben Mordechkerti Sara, Baba. Zurück in der Slowakei. Gedenken an all diejenigen, die nicht überlebt haben. Jitl Bas Rezl, Weiß. Engel Joli. Marika fühlt sich nicht mehr allein, seit sie die Geschichte ihrer Geburt kennt. Ich habe mich früher fast dafür geschämt, dass ich eine Jüdin bin. Heute weiß